Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Europawahl, Ska Keller, will dem Klimaschutz höchste Priorität geben. Im Euronews-Interview forderte Keller ein faires Vorgehen nach dem Verursacherprinzip. Die Klimapolitik ist direkt mit der sozialen Problematik verbunden. Es sind die ärmeren Menschen, die am meisten unter dem Klimawandel leiden, die viel weniger CO2-Emissionen verursachen als die Reicheren. Wir müssen sicherstellen, dass wir die größeren Verursacher dazu bringen, mehr zu zahlen. Das sind Unternehmen und die reicheren Menschen. Und auch über einen CO2-Preis müssen wir sprechen, den wir pro Person zurückzahlen wollen. Ist das Ihre Antwort auf den Vorwurf, dass eine aggressive Klimapolitik die Arbeiterschaft trifft? Lustig, dass Sie es aggressive Klimapolitik nennen. Wir versuchen, den Planeten zu retten. Wir wollen, dass die jüngere Generation einen bewohnbaren Planeten übergeben bekommt. Keller beantwortete auch Zuschauerfragen, etwa zum Thema Migration. Dabei verurteilte sie besonders das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer. Es ist nicht akzeptabel, dass wir im Jahr 2019 in einer Europäischen Union leben, in der Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Wir wissen, wo sie sind und wo sie ertrinken und helfen einfach nicht. Wir halten sogar Menschen vom Helfen ab. So etwas will ich in der EU nicht sehen. Beschränkungen in der Anzahl? Ja oder nein? Welche Anzahl? Die Anzahl an Flüchtlingen oder Migranten, die nach Europa kommen dürfen. Wenn jemand in Not ist, kann man nicht sagen, du bist die tausend und erste Person, wir nehmen dich nicht auf. Bei Flüchtlingen kann man keine Grenzen setzen. Die grüne Politikerin forderte ein Ende der Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und ging auf das Geschlechterverhältnis in der EU-Politik ein. Es sei Zeit, dass eine Frau EU-Kommissionspräsident werde und dass es generell in der Kommission ein Gleichgewicht der Geschlechter gebe. Weitere Gäste auf dem Euronews-Sofa folgen in den nächsten Tagen.